Blub, 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 blub. Das ist meine Synchronisationsart. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnitch. Willkommen zu einem neuen Road to Commander von mir, Nummer 235. Genau. Genau. Und genau. Ich habe einen Gast am Start. Sag mal hallo. Yo, Leute, lehnt euch zurück und gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier und Herr Burnitch, ist es richtig, dass wir ein gewisses Black Ops 2 jetzt spielen? Genau. Und der Haptic Rush wird dafür sorgen, nennen wir einfach Haptic, wird dafür sorgen, dass wir den Orbital bekommen, weil ich hab den erst in zwei Level, also. Oh. Jetzt hast du schon gesagt, dass ich ihn bekommen werde. Wenn ich ihn jetzt nicht bekomme, ist es ja, jetzt, wenn du jetzt nicht bekommst, dann gibt's vor 10 Wochen kein Snickers-Eis mehr für dich. Ah. Und das meine ich ernst. Okay. Der Haptic Rush ist auch ein extremer Fan vom Snickers-Eis. Das heißt, ja, er passt gut in unsere Gruppe hier eigentlich. Ganz bestimmt. Jetzt kommst du doch darauf an, welche Art von Drogen er nimmt. Und dann können wir bestimmen, ob er zu uns gehört oder nicht. Ich muss dir gestehen, ich habe auch mal ab und zu Mars-Eis gegessen. Ich muss es jetzt sagen. Echt jetzt? Ja, es tut mir leid. Oh mein Gott, er ist unser Feind. Aber ich talk jetzt kurz mal mit dir zu Ende. Aber eine zweite Folge wird es dann nicht mehr mit dir geben. Nein. Das war ein Spaß. Okay, alles klar. Haptic, ich bin hinter dir. Oh nein, Haptic! Hol ihn! Nein! Räch mich, du hast es nicht geschafft. Sorry, Alter, ohne Scheiß, dieses Kabel vor mir nervt mich gerade extrem, Alter. Es nervt einfach so, dieses Scheiß. Mein Gott! Ich bin schon wieder gestorben, Alter. Gut, warte, jetzt geht's. Jetzt habe ich kein Kabel mehr vor mir. Das war eigentlich der einzige Grund, wieso ich gestorben bin. Okay. Oh, fuck. Auf jeden Fall, ich bin jetzt Level 40, Leute, und es dauert nicht mehr lange. Ich glaube, es geht. Bis wie viel Level geht's in Black Ops 2? Ich glaube, bis 55, ne? Bis 55. Ja. Oh mein Gott, ich sterbe die ganze Zeit. What the fuck? Genau, es geht bis 55. Oh fuck. Und. Ja, ich erwarte ein Orbi, ne? Ja, ja, ich bin schon dabei. Es ist ja, so, weißt du. Du hast noch 15 Sekunden Zeit. Okay, schaffe ich. Echt? Geht's. Schaff ich. Ich bin dabei. Oh mein Gott, ich verstehe gar nicht, wie ich da sterben konnte. Bitte, wenn mir das eine verraten kann, dann bitte gib mir Drogen, Alter. Ohne Scheiß, das ist so behindert. Ich bin richtig schlecht in diesem Spiel. Es gibt das sogenannte haptische Phänomen. Das tritt das haptische bei Phänomen. Das tritt bei Haptic Rush auf. Das ist sozusagen die Vorlaufphase. Da muss ich erstmal warm werden und dann haue ich zwei Orbis nacheinander raus. Ja, die kenne ich. Ja, das ist das burnische Phänomen. Oh mein Gott, ich kann nicht mal die Gegner sehen, Digga. Da war ein Gegner vor mir und ich musste erstmal überlegen, ob das ein Gegner ist. Das sind meine Reaktionszeiten, meine Damen und Herren. Okay, Konter, Drohne. Komm jetzt. Ich hoffe, du haust aber auch deine Streaks raus hier, damit keine leeren Versprechen sind. Ja, Digga, ich hole meine Streaks raus, aber das Ding ist, ich habe noch keine guten. Ich hab nur die besten. Ich hab nur. Keine Ahnung, ich hab nicht so gute. Ey, Haptic, bist du's? Jo. Okay, lass flankieren. Komm her. Okay, ich komme. Nee, du tust mir sonst nur die Kills. Naja. Hast du ihn? Okay, der Spawn hat gewechselt. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält, wenn ich auch mal andere Leute einlade in mein Road to Commander. Und ich weiß noch nicht, wo ich mein nächstes Road to Commander werde. Wahrscheinlich in MW3. Ich bin mir noch nicht sicher. Ihr votet immer dafür. Ja, die einen sind dafür, die anderen sind dafür. Also jetzt, wenn es um die Spiele geht und Haptic, du bist genau neben mir und du nimmst Drogen. Und ich klau dir alle Kills? Es tut mir leid. Aber der Orbi ist gleich da, ich sag's dir. Nice, Digga. Wenn du Orbi hast, dann beste ever, Alter. Orbi ist so OP hier in dem Spiel, ohne Orbi ist das Beste. Ja genau, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben. Nein! Nein! Scheiße, ich bin gestorben! Es tut mir leid. Nee, bitte. Nein, vorbei! Scheiße. Spaß, nein. Okay. Ey, wir haben übelst die Noobs-Gegner. Eigentlich ist es gut, wenn man... Ich find's perfekt, wenn das eigene Team ein bisschen schlecht ist, sodass sie nicht die Kills klauen und die Gegner sowieso richtig schlecht sind. Ja. Aber wenn die eigenen Spieler so richtig abgehen, dann ist es auch immer übel. Das ist voll scheiße, finde ich, wenn meine Teammates gut sind. Wenn meine Teammates schlecht sind... Und ich gut. Dann hab ich mal voll den krassen Score. Guck mal, wie gut ich bin. Ist so. Guck mal, wie gut ich bin. Ich campe hier. Du bist absolut, absolut der beste gut. Spieler ever, definitiv. Alles wird gut. Komm, zusammen. Let's go. Ja, komm her. Teamarbeit. Oh! Hast du ihn? Nein, ich hab ihn angeschaut. Danke, du bist der Beste. Der eine ist weg. Der eine ist weg. Gib mir den Rücken. Nein, Digga, du hast selbst schon begangen. Was machst du da? Es tut mir leid, ey, du hast mich abgeschossen. Aber Digga, ich hab kein Aiming gerade. Es ist aber schon ein bisschen länger her, als ich das letzte Mal Call of Duty gezockt habe. Ja, das ist immer die Sache. Ich kenne einen Trick, vorher auf die Heizung legen. Auf die... Wirklich. Wow, ich hab den MP7 gesnipert, Digga. Scherz. Ich
Ich glaube. Ich habe einen Score von 9 zu 4, so langweilig. Ich finde gar nichts, keine Ahnung. Es ist schon wieder meine erste Runde. Ich weiß gar nicht, ich habe schon mal. Guck mal! Ich wäre fast wieder gestorben, aber ich habe jetzt Todes. Ich bin so schlecht, Alter. Aber weißt du, es ist kein Problem, dann bleibt mehr für mich. Todbringer läuft warm. Ich habe Todbringer wenigstens. Auf dieser Map ist das aber nicht so gut, ne? Nee. Ich habe den Todbringer. Ey, ich habe Todbringer noch nie benutzt. Ich weiß bis heute nicht mal richtig, was das ist. Ja, ja, das ist. Es sind so Killstreaks, die eigentlich so keiner kennt, so wirklich. Ja, genau. Sowas wie Schwarm und sowas, ne? Nein, Spaß. Ja, genau. Okay, weiter. So, guck mal, Digga, die sind alle tot gleich. Guck mal, jetzt kommen die. Oh mein Gott, wie zum Teufel hat der mich gegen mich gewonnen? Ich muss sagen, ich schäme mich gerade extrem. Weil irgendwie bist du besser in Black Ops 2 als ich. Kann das sein? Oder? Ja, also da habe ich gewisse Gerüchte gehört. Ja, das aber geht weißt so du, was das Problem ist? Um sich, also ja. Ich muss ehrlich gestehen, das Ding ist, ich erwarte eigentlich von dir, dass du Orbi bekommst. Und deswegen lasse ich dir natürlich ein paar Kills ab. Ja, aber irgendwie sehe ich da nicht so wirklich viel. Das ist natürlich schlecht gerade. Also, lieber Herr Burnage, ich muss Ihnen leider sagen, dass heute nicht mein Tag ist. Okay. Aber ich werde trotzdem ein Orbi schaffen, weil ich einfach der Beste bin. Okay. Du musst mich nur motivieren. Okay. Boom, Bitch! Beste Motivation. Get out of the way, Bitch. Was? Beste Motivation. Boom, Bitch! Ey, wir haben Franzosen im Gegnerteam. Oh nein, das bedeutet, der Sieg ist jetzt schon klar. Ey, Digga, ich mach mit meinem Todesbringer. Bitte, mach nicht den letzten Kill. Mach bitte nicht den letzten Kill. Lass mich bitte. Oh! Zieh dir mal die Killcam rein, Alter. Hast du's gemacht? Ja. Digga, das ist Skill, purer Skill. Pass auf. Ich laufe hoch, die Treppen hoch. Und. Genau so war das der Kill. Skillcam, Mann. Damit kannst du zu Face, meld dich an. Wir hatten nur noch 3 Gegner. Vor allem, wenn ich weiß, ich habe Splitscreener im Hintergrund, also die Splitscreener im Gegnerteam, ne, dann weiß ich, das Spiel schon gewonnen. Ja, Mann, die müssen aber jetzt mehr reißen. Digga, ich habe MP7 jetzt. Ja, kannst du schon Aufsätze machen? Nee, ne? Ich habe die Friedensstifter! Muss man die nicht kaufen? Hast du die gekauft davor? Ich hab die aus Versehen gekauft, glaube ich. Die ist eigentlich recht nice. Die war am Anfang besser, aber dann haben die gepatcht. Echt? Ja, und jetzt ist sie eigentlich nicht so gut. Aber nimm mal lieber die MP7, die lohnt sich. Aber, Digga, bitte nicht auf Drohne, Alter. Ich mag Drohne nicht. Nee, ich auch nicht. Ich hab Zufall gewählt. Okay, ich guck mir mal die Leute. Die Friedensstifter. Ich hab nur Gutes von der gehört bis jetzt. Ja, die soll Frieden stiften. So lustig. Lustig ja. Ever. Du bist der lustigste ever. Ihr müsst alle wissen, Leute, ich bin extrem witzig. Also diese Witze, sowas wie Friedenstifter stiftet Frieden, ist natürlich oberste Klasse in den Witzen. Also das kann wirklich keiner übertreffen. Ja, das muss definitiv, aber auch alles wird gut. Ist nicht schlimm, wenn du Drogen nimmst, aber tu uns bitte allen den Gefallen und nimm weniger. Oh, Standoff, ich liebe Standoff. Wir haben zwar den Splitscreener im Team, aber da bleibt mehr für uns. Oh mein Gott, ja, okay, wir gewinnen trotzdem. Wir haben mich im Team. Guck mal, wir spielen gegen Franzosen. Warte, lass mich starten, du spielst ja mit der AK, nee, 4 und irgendwas. Genau, mit der AK4 und irgendwas, genau die. Nee, wie heißt die nochmal? AN94? Genau. Falsch. Skaha. Echt? Ja. Oder soll ich die AN nehmen? Okay, ich nehme mal für dich die AN. Nein, wenn es jetzt OP, klappt, Alter, mit dem Orbi, dann hast du recht gehabt. Die ist richtig OP, Alter. Also das können die Leute bezeugen, die AN ist OP. Okay, alles klar, ich nehme die AN. Let's go. Standoff, Grenzstadt, Kirgisistan. Ich denke mal, ich habe noch nie die Friedensstifter genommen, noch nie. Ich glaube, langsam wird Zeit dazu. Alles klar, let's go. Jetzt wird's spannend. Okay, wir haben nur noch 4 Gegner, aber oh, ist kein Problem. Die sieht so sexy aus, Alter. Was haben wir? 4, ne, 5 haben wir jetzt. Hast du die grüne Tarnung drauf? Ja. Aber guck mal, die Level, die Gegner an. Guck mal, die Level, die... Nee, das sind wir, scheiße. Wir haben uns gerade irgendwie in irgendeinem Maße selbst beleidigt. Ja. Oh mein Gott, was ist das für eine Waffe, Alter? Oh mein Gott. Okay, ich lauf mal hier hinten rum und versuch die. Digga, ich kann gerade nicht spielen. Ich hab mein Fern. Ich kann besser spielen, wenn. Oh mein Gott, ich die Scheiße! Ich kann besser spielen, wenn mein Fernseher genau neben meinem Gesicht ist. Wie genau neben deinem Gesicht? Also direkt davor oder was? Ja, wenn ich davor spiele, genau, da kann ich viel besser spielen. Aber das geht jetzt im Moment nicht wegen der Aufnahme! Ich hab 3 Tode in ein paar Minuten! Das ist bei mir auch so, immer wenn ich mich so ein bisschen nach vorne beuge. Ja, genau, dann kann ich viel besser spielen, weißt du? Mein Fernseher ist irgendwie so weit weg. Irgendwie, ich weiß nicht, aber ich glaube, der nimmt Drogen. Locker. Das klang irgendwie gerade voll gay, wenn ich mich ein bisschen nach vorne beuge. Ja, du bist auch gay. Halt deine Schnappe. Ja, guck mal jetzt. Oh!
Danke für die 3 Kills! Nein! Das ganze Team hockt im Haus, Digga! Das ganze Team hockt im Haus! Guck mal, Franzosen sind schlimm, okay? Aber wenn da noch Franzosen kommen, die FR im Clan-Deck haben, um zu zeigen, dass sie Franzosen sind, das sind die Allerschlimmsten. Kann man darauf stolz sein? Ja, ich bin Franzose, Mann. Das ist eine Blamage dafür. Das macht ihm viel schlechter in der ganzen Welt. Okay, nein, also Franzosen, nichts gegen Franzosen. Aber nein, Franzosen. Ich meine jetzt einfach. Ich finde Franzosen. Die nehmen, ich glaube, einfach die falschen Drogen. Ansonsten sind die ganz okay. Nur wenn es um Gaming geht, da sind Franzosen in Call of Duty vor allem anders. Also, keine Ahnung. Ja, aber jetzt ohne Scheiß. In Frankreich die Franzosen ganz normal. Aber hier online unerträglich. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich die ganze Zeit sterbe. Wie habe ich mehr Kills als du? ich spiele gerade so wie in, keine Ahnung. Wie random, wa? So, ich habe jetzt das erste Dröhnchen oben und wie man weiß, jedes Dröhnchen gibt ein Tötchen. Aber ich finde die Waffe schon ziemlich geil, die ist so präzise, finde ich. Ich höre sie mal ein bisschen. Die haben mich ein bisschen an die AK, finde ich. Oh mein Gott, aber die macht keinen Schaden, die macht so wenig Schaden, finde ich. Oder, was sagst du? Ich habe die ehrlich gesagt nur einmal gespielt, weil man die aufheben kann, das ist eigentlich übelst sinnlos. Man kauft sie sich nicht, aber könnte sie theoretisch. Ey, ist es bei dir auch so, dass du immer voll Glück mit aufgehobenen Waffen hast? Du hebst eine Waffe auf und hast voll Glück damit? Ey, dieser Typ mit der Schrotflinte, das ist so ein Loser, Alter. Kleiner Bastard, Alter. Bei mir ist es auch so übelst komisch. Ich heb eine Waffe auf, die ist richtig gut, okay, richtig gut. Ich mache die identische Klasse und auf einmal ist sie schlecht. Okay. Ich muss sagen, ja, das ist bei mir auch immer so. Ich liebe die AN94, das ist die beste Waffe ever, Junge. Ist so. Ist ein bisschen overpowered. Aber ich finde. Du bist overpowered! So, ja, natürlich. Also, jede Waffe kann natürlich ein bisschen overpowered sein, aber gegen die haptische Digga, Overpowered. Wir haben gewonnen, ich habe eine Drohne. Das wird uns retten. Ja. Oh mein Gott, Danny, hast du wirklich eine Drohne gemacht? Ja. Du hast eine Drohne gemacht? Oh mein Gott, ich wusste es! Dass dieses Auto explodiert! Ja, guck mal, ach, egal. Ich sehe nur so einen toten Kopf. Oh mein Gott, das Auto. Okay, komm jetzt hier rum. Den habe ich. Die sind alle im Haus. Oh, scheiße. Weißt du, wenn wir so reden, das erinnert mich an diese richtigen Pro-Player in Call of Duty. Davon gibt es auch welche Leute, so Pro-Player. Die so Callouts machen. Ja, so. Zum Beispiel Top, Bottom, weißt du? Middle, Weak und sowas. Die sagen ja, dann genau. Immer, ja. Middle, right, left. One-Shot, Middle, House. He's weak. Das war genauso sprechen wie die. Okay. House, zwei Haus. Zwei Haus. Nein, tot. Down, gelähmt, okay, missgeburt. Einer ist One-Shot, hab ihn. Wo? Wood heißt es. Wood, mit. Ja, okay, mit. Folgen, ich folge dir. Komm hier lang. Okay, nein, ich geh hier lang. Ich töte die. Natürlich hat er mich fast getötet, alles wird gut. Was, F-Mine? Aber die Waffe gefällt mir schon, muss ich ehrlich gestehen. Und ich bin. Nein. Nee, gefällt dir die Waffe nicht, oder was? Die Friedensstifter? Nein, ich bin gerade aggressiv wegen der F-Mine. Ja, das ist noch schlimmer, weil sie durch die Franzosen gelegt wurden. Eigentlich müssten wir uns schon. Oh mein Gott, die ist voll gut, Alter. War die besser? Okay, geh mal drauf, dann kann ich sie auch aufheben. Nein, Spaß. Okay. Nein, Digga, jetzt mal ehrlich, die ist nicht. Ja, die ist gut. Vor allem, die ist so eine Mischung aus Kurzdistanz-Waffen und auch Langdistanz. So. Ja, ja. Irgendwie so eine Mischung. Ich finde, das ist richtig geil, weil das ist für jede Situation irgendwie gut. Oh mein Gott. Was hast du eigentlich für Streaks noch dabei, außer Todbringer? Ich guck mal gleich. Okay. Ich hab noch rechts den Helikopter. Okay. Komm, also den musst du erreichen. Mann, ich muss ja ein Orbi machen, das ist doch nein, 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 nein! Er campt im Haus! Bitte sag ihm mal was! Okay. Ey, kannst du bitte aus dem Haus gehen? Warum? Danny will's. Will's nicht. Okay, witzig. Er ist rausgegangen, du kannst wieder rein. Okay, danke. Ich kann wieder rein. Willst du damit sagen, ich bin ein Camper oder was? Ganz genau, das wollte ich sagen. Haus, die sind sie immer noch im Haus? Ja, hier. Nein, nein, nein! Oh mein Gott, ich wusste es. Ey, ach, dieses Haus. Du meinst das mittlere. Ja, was denn sonst? Ja, ich dachte, das andere Haus in unserem Spawn. Oh mein Gott! Hab ihn geholt, bitte. Mit C4. Ich hab dich gerecht. Ey, komm schon wieder. Oh, danke. Liebe deine Muskeln. Digga, wir müssen unbedingt gewinnen. Pass auf, Hunter. Drohne, hinter Killer. Hunter, okay. Du musst, guck mal. Oh mein Gott, Haptik, bist du tot? Nein, ich lebe, jetzt bin ich tot. Wir verlieren diesen Kampf. Geh ins Haus, Haus. Nein! Ey, wir verrecken die ganze Zeit im Haus. Was? Die campen! Typisch Franzosen! Das ist wirklich so. Es ist nicht nur irgendeine Rederei, wirklich, das ist wirklich so. Ja, Franzosen ehrlich, ich hab noch nie Deutsche gesehen, die hier campen. Deutsche laufen wenigstens, okay? Deutsche laufen wenigstens noch. Und ja, Deutsche sind eigentlich ziemlich gut im Gaming.
Ja, ich finde, ja, ist also besser als Amis sogar, glaube ich. Ja. Ich glaube, die Deutschen sind, ich weiß nicht, aber Deutsche sind nicht schlecht, auf jeden Fall nicht. Also, die besten im Gaming sind sowieso die Koreaner. Nee, also ich finde die Vietnamesen eindeutig. Nein, ja, die Koreaner sind die besten. Was findet ihr, Leute? Die Koreaner sind definitiv bewiesen auch die besten. Ich würde eindeutig sagen, die Vietnamesen. Ja, und ich würde eindeutig sagen, dass du jetzt mal deine Schnauze hältst. Ich würde sagen, du konzentrierst dich jetzt und machst ein paar Kills, aber du bist vor mir, das darf ich gar nicht sagen. Du hast eine bessere KD. Ja. Wir haben die gleiche KD. Nein! Ja, Digga, ich habe meinen Score gar nicht geguckt, weil ich will den Horror gar nicht sehen. Ey, wir haben dieselben Score. Nein, du hast mehr Assists. Verdammt. Ich bin besser. Lass noch ein Game machen, okay, für diesen Part. Ja, okay. Okay, alles klar. Ich verspreche es jetzt, okay? Hör mir ganz genau zu. Okay. Ich verspreche, dass ich jetzt ein Orbi raushaue. Okay. Hoch und heilig. Okay. Es wird kommen. Und wenn es nicht passiert, dann kannst du mir eine virtuelle Schelle geben. Ah, oh mein Gott, für mich fällt jetzt auch gerade auf. Hättest du mir das nicht gesagt, hätte ich das jetzt schon längst vergessen. Aber du hast bis jetzt kein Orbi bekommen. Nein, du hast es nur nicht gesehen, nur nicht gemerkt. Ich habe eigentlich einen bekommen. Ich bin nochmal mit der Friedensstifter, die ist voll brutal, Alter. Komm, aufs Land schaffen wir das. Ey, kann es sein, dass Schellenfer so die Waffe viel schwächer macht, irgendwie? Ja, ist so. Lass mal auf Slums spielen. Slums ist eine richtig geile Map, ich liebe Slums. Lass mal, ich nehme mal die Friedensstifter mit einem anderen Aufsatz. Vor allem auf Slums, obwohl auf Slums, kommt drauf an, wie du spielst. Wenn du in der Mitte bleibst, dann ist eher kurze Distanz, dann kannst du eigentlich einen Schalldämpfer raufmachen. Ja. Kommt drauf an. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir, wenn wir zu zweit sind, es schaffen, die Mitte zu halten. Ja. Muss mal wieder zum Friseur gehen. Das interessiert wahrscheinlich jeder im Video hier, ne? Auf jeden Fall. Also ich sehe deine Haare wissen, nicht, meine Abonnenten, aber die sind bestimmt extrem hässlich. Ja, genau. Vor allem, du musst wissen, dass meine Abonnenten alle Drogen nehmen. Und dass sie gerade auch Drogen nehmen, ne, während sie die Videos gucken. Und Snickers essen, aber das machen das deine Abonnenten auch? Oh nein, ich will auf Slums spielen. Machen das deine Abonnenten auch, dass sie Drogen nehmen? Also Leute, was machen die? Nehmen deine Abonnenten auch Drogen? Eine gewisse Art von Drogen, ja. Ich möchte die aber jetzt nicht hier sagen, weil ich will niemanden hier zum Drogennehmen anstiften. Okay, gut. Okay. Okay. Ja, meine Abonnenten haben das schon genommen, bevor ich überhaupt existiert habe, deswegen. Deswegen ist alles gut. Nein, aber Snickers-Eis. Also es gibt bessere Eissorten. Tut mir leid, Danny. Okay. Also du musst dich wirklich mit abfinden. Ich weiß, es ist hart. Ich weiß, du bist den Tränen nahe jetzt. Also Leute, Haptic ist unser neuer Feind. Aber nee, ohne Spaß, uns. Leute. Nein. Egal wie alt ihr seid, okay, auch wenn ihr sehr jung seid, seid ihr noch aus der Zeit, wo dieses Kaktuseis richtig, richtig bekannt war? Kaktuseis? Kaktuseis. Das ist so ein Eis, drei verschiedene Sorten von Eis und oben ist so eine grüne Schicht drauf. Wenn man das ableckt, no homo, dann dann prickelt es so auf der Zunge. Das kennt jeder. Kennst du das nicht? Dieses Prickeleis, ne? Ja, genau. Ja, ich kenn das, ja. Und ich war immer traurig, weil ich oben immer sofort das abgemacht habe und dann hatte ich nur noch normales Eis. Und das ist besser, Danny, muss ich leider sagen. Also Schleckeleis, oder habe ich jetzt auch richtig Lust drauf, Alter? Das ist geil. Ey, wir spielen wieder auf Slums. Naja, wenn die Lobby auch mal irgendwann zustande kommen könnte. Das ist das Problem. Eine einzige Person geht raus und die ganze Lobby wird neu geordnet. Ich würde mich so ultra über ein Remake freuen, ne? Oh Mann, BO2 Remake. Ich glaube, MW2 Remake würde ich ja sagen, auf MW2? PS4. Ja. Also erstmal MW2, weil es älter ist, weißt du? Und irgendwann dann Black Ops 2. Aber guck mal, ich muss sagen, ich bin erst mit Black Ops 1. Mit Black Ops 1 bin ich erst eingestiegen. Also ich hatte wirklich nie so die MW2-Zeit, aber es ist bestimmt geil. Also jeder sagt, es ist gut. Ah, also gut, ja, sein. Wenn du die. Das ist echt traurig, dass du die MW2-Zeit nicht hattest. Ja, Mann. Ey, schade, aber ich weiß nicht, ich hatte die MW2-Zeit und das war die beste Zeit meines Lebens, Alter. Ernsthaft. Also ich muss ernsthaft sagen, dass Black Ops 2 für mich das beste COD ist bis jetzt. Ich habe aber MW2 nicht gespielt, muss man dazu sagen. Was hältst du von Ghost? Ghost, sehr ehrlich. Was ich davon halte, ich wohne ja in Berlin, ich habe es am Grenzstreifen vergraben. So viel dazu. Okay, ja, das sollte ich vielleicht auch machen. Ich glaube, Leute, wisst ihr was, ich mache mal ein Video, wo ich Ghost vergrabe, wenn ihr wollt. Wenn das Video 50.000 Likes bekommt, dann mache ich das. Und dann noch ein Like von mir, bitte. Also 50.000 und ein Likes, dann geht's. Genau, genau. Nee, aber die Sache ist, Leute, Es laggt. Siehst du, hast du gemerkt? Es laggt wie eine 10 Cent Note. Ja, das war ein krasser Freestyle auf jeden Fall. Ich will nur sagen,
Die Sache ist, Ghost ist scheiße und ich hab's mir zweimal für die Xbox 360 und zweimal für ja, die ja, Xbox. Ja, ja, jetzt kommt die Story, Leute. Ich finde Ghost auch nicht so gut. Und was ist? Ich habe es für die PS4, ich habe es für die Xbox One, ich habe es für den PC, ich habe es für die PS3, ich habe es für fast alle Konsolen außer die Xbox 360. Wie behindert ist das? Läuft auf jeden Fall bei dir. Ich hab das Call of Duty, was ich am meisten, naja, nicht hasse, doch eigentlich schon, nicht hasse, aber nicht mag, habe ich am meisten für alle Konsolen. Jetzt überleg mal, wie viel Geld du ausgegeben hast. 200, ja, 250 Euro. Guck mal, wie Geld ich ausgegeben habe. Nur für, ne? Nur für richtige Scheiße, das muss man auch sagen. Ist ja kein Geheimnis. Aber ist das doch gereicht, wenn ich das einmal kaufe, oder nicht? Ja, was? Hätte... Das musst du dir unbedingt beim Video anschauen. Der Gegner hat Drogen genommen. Shotgun, du besuchst dich, ne? Shotgun gestorben. Okay. Geh mal von du von der linken Seite und ich von der rechten Seite. Oh. Digga, was für... Digga, ich komme rechts, rechts, links, Mitte, ja, Mitte, bleib Mitte, links, Mitte. Bleib links. Okay, ich bleib links, ja. Okay, sehr schön. Die werden hier gespawnt, komm rum. Warte kurz, ich komme. Drohne, bin auf dem Weg. Drohne. Nein, meine Munition ist leer. Ich bin so dumm gestorben. Nein. Oh mein Gott, ich kann gerade gar nicht spielen, Alter. Ich mach einen Hilfs-C4, ich helf dir. Das ist ein Sniper, komm her. Hab beide. Echt? Ja. Boah, bist du gut, Alter. Normal. Ich hab Drohne. Sehr schön. Nein, ich bin tot. Es laggt aber bei mir so komisch. Woran liegt das? Laggt es bei dir auch? Ja, ab und zu schon, ja. Ey, Digga! Diese Sniper! Wieso? Was soll ich dazu sagen? Kann nicht sein. Digga! Verbündete Drohne nähert sich. Also ich liebe es, wenn ich... Oh nein, bitte lauf doch nicht. Nein, ich bin wieder down, kurz vor Orbi. Das kann doch nicht sein. Warum schaffe ich keinen Orbitalsatz? Die Konterdrohne ist voll gut, Alter. Ernsthaft. Nein. So. Komm her. Nein, den Sniper wollte ich den klauen. Oh mein Gott, kannst du mir bitte das Zielen beibringen? Das wäre ultra nett von dir. Ja, du musst Drogen nehmen, ne? Okay, ja. Ja, das mache ich sowieso immer, also... Sollte das nicht so schwer sein. Guck mal, das verstehe ich nicht, wie ich da sterben konnte. 4 Teammates neben mir und ich sterbe. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Sniper und killt mich. Das wäre natürlich der Höhepunkt jetzt, Alter. Das ist das Bitterste. Ganz ehrlich, wer mag Sniper? Kannst du mir das mal sagen? Vor allem, ich weiß nicht, was dann so toll sein soll. Einfach nur, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich, weil man nur einen Schuss hat und man sich dann gut fühlt. Glückshormone wahrscheinlich, wenn man jemanden killt. Ja, ist so. Aber wir gewinnen mal wieder, wie immer. Haben wir letztes Spiel gewonnen? Ich glaube schon, ja. Oder? Wir hatten die gleiche KD, haben wir beide gewonnen. Wow, hinter uns, hinter dir, links. Ja, ich seh's schon, ich seh's. Oh, Digga, Planung und so. Pass auf, da. Da ist doch jemand, wieso? Okay, werden wir Call-Outen, dann schaffen wir das. Da ist, oh ja, da ist, ja, man kann doch... Hi, Danny. Man muss doch gar nicht wieder spawnen, ne? Komm her, wo bist du? Ich bin hinter dir. Ey, alles klar. Ich mach deine Waffe. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Das hast du alles geplant. Ich wusste es. Ich spiel mit diesem Spaza 95 zusammen, ne? Ich sollte dich ablenken, er gibt mir 5 Euro dafür. Du bist ein Verräter! Ja, natürlich! Ich hasse es, wenn ich durch Snipers sterbe! Und meine Tonspur ist wieder zu laut, wenn ich so schreie. Ich hasse es, wenn ich durch... Ohne Scheiß, mich stört das nicht, wenn ich sterbe. Doch, eigentlich schon, aber... Nicht so sehr, aber wie durch Sniper. So schrecklich, Alter. Ich bin die ganze Zeit hinterhergelaufen, wie so eine Ente der Mutter. Jetzt muss ich einen Kill machen. Wenn du drauf gehst, gehe ich auch drauf. Okay. Pass auf, links. Genau, da sind die alle. Pass auf, hier. Ich hab den hinter dir. Okay, nice. Da ist vor mir einer. Okay, rechts von dir auch. Rechts von dir hab ich, nein! Verdammt. Egal, wie viele Sekunden waren das ungefähr? Sagen wir 7 Sekunden oder sowas, ne? Dass wir überlebt haben mit so cooler Strategie. Ja. Das müssen wir mal das ganze Game so machen. Ja, wir schaffen das noch. Oh Gott. Ja. War das der letzte Kill? Hab ich den letzten Kill? Guck dir den bitte an. Nein, du hast ihn. Nein, scheiße, was war denn das? Ich habe den Gegner mit C4 gekillt und er hat zufällig das C4 abgeschossen und hat mich auch gekillt. Nein, Spaß. Ey, was soll eigentlich dein Emblem darstellen? Was meinst du damit? Was soll das sein? Soll ich sagen, nach was das aussieht? Das sieht nach so Eis in der Waffel aus, so zwei Eiswaffeln ineinander gepackt. Irgendwie mit einem Arnus in der Mitte. Soll das ein Arsch sein? Nein. Was ist das? Vor allem, wenn es ein Arsch sein soll, wer hat so blasse Beine und dann so ein Rumpf? Das sind zwei Eiskugeln und das in der Mitte, das ist die Sonne im Hintergrund.
Ach so, genau, genau, alles klar, genau das wolltest okay. du machen. Gut, das war's für diesen Part. Jo. Und danke an Haptic, dass er mitgemacht hat. Link zu ihm in der Beschreibung. Er macht auch YouTube-Videos. Auch ganz so genau. Troll-mäßig. Und hat es euch gefallen, bewertet das Video mit einem Daumen nach oben. Und PassXX007, du bist ein Spasti. Aber ich hoffe, und das ist dir klar. Ist er durch dich oder durch mich nachgejoint? Ich bin aufgestellt, durch dich. Okay. Aber kein Problem, dann sind die jetzt im Video und jeder weiß, dass das Missgeburten sind. Genau. Und genau. Abonniert unsere Kanäle, um eure Brennfähigkeit zu betätigen. Und dann sage ich wie immer. Nur, oder willst du noch was sagen? Nö, ich überlasse dir das letzte Wort, weil ich kein Orbi gemacht habe. Ja, stimmt. Ja, schäm dich mehr. Noch mögen wir dich alle gar nicht, erst wenn du ein Orbi bekommst. Dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Tschüss.